Ja, huhu, hier wieder beim Koali. Wir sind immer noch in Magic the Gathering Duels of the Planeswalker 2015 und wir sind in Innistrad. Kurz vor dem letzten Match gegen Avazin, Bericht des Avazin. Und ja, die Endgegner haben es traditionell ein bisschen in sich. Sollte eine größere Herausforderung sein als die anderen Matches bisher. Wir schauen mal rein. Mit unserem Opferdeck. Der Engel Avazin gratuliert dir zu deinem Erfolg, aber die kommenden Herausforderungen werden dir mehr abverlangen. Erst wenn du sie in einem Kräftemessen besiegt hast, kann sie sich gewiss sein, dass du der Aufgabe gewachsen bist. Okay. Das Avazin-Deck ist ein Lebenspunkte-Generierungsdeck. Ich bin mal gespannt, wie sich da unser Deck gegen schlägt. Wir haben eine crappy Starthand. Wir haben zwar 4 Mana auf der Hand, aber nur schwarz. Allerdings auch zwei schwarze Kreaturen, die wir direkt spielen könnten. Ich riskiere es mal und behalte diese Hand. Mal schauen. Wäre ja cool, wenn wir jetzt auch noch ein rotes Mana direkt nachziehen würden. Der Gegner spielt die Heiligmacherin der Kathedrale, eine 1-1 Mensch-Kleriker-Kreatur. Wenn die Heiligmacherin der Kathedrale ins Spiel kommt, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu. Ja, sehr nice. 3 Lebenspunkte direkt mal. Wir ziehen unsere Gobbos, die können wir allerdings momentan nicht spielen, weil wir haben kein rotes Mana. Also spielen wir den Sumpf und spielen den Blutschauderer. Der kann allerdings nicht blocken, hat allerdings 2-1. Und da wir noch zwei weitere Länder auf dem Spiel haben, können wir ihn die nächsten Runden ohne Probleme einfach mal in den Kampf schicken. Er wird immer wieder kommen. Der Gegner attackiert nicht, das wundert mich jetzt ein bisschen. Er spielt den Recken aus Traben. 2-1 Menschensoldat mit Wachsamkeit, das bedeutet, er wird beim Angreifen nicht getappt. Das heißt, er kann angreifen und blocken, was normale Kreaturen ja nicht können. Also ich hätte jetzt mit dem 1-1 auf jeden Fall schon mal angegriffen, weil wir können ja nicht blocken. Naja, gut. Wir haben einen weiteren verschlingenden Schwarm gezogen, was jetzt nicht so schlecht ist für einen Flieger. Wir gehen mal in die Kampfphase. So, und unsere Blutschauderer wird ja wieder ins Spiel kommen, wenn er tot ist, aus dem Friedhof, wenn wir ein Land ins Spiel bringen. Das können wir in dieser Runde noch machen. Und deswegen greifen wir jetzt einfach mal an und schauen mal, mit was er blockt. Er kann uns tot blocken, aber seine Kreatur würde dabei auch sterben. Er blockt nicht, was uns auch recht sein soll. Und wir spielen dann ein Land. Und holen uns einen verschlingenden Schrecken. So, mit dem verschlingenden Schrecken können wir jetzt zumindest eine seiner Kreaturen blocken. Und ich bin sogar geneigt, den wachsamen Typen hier auch zu blocken. Wir machen das einfach mal. Wir blocken den weg. Zack. So, wir haben immer noch kein rotes Mana, was mich so ein bisschen beunruhigt. Gehen mal auf weiter. Der Gegner scheint auch kein Mana auf der Hand zu haben. Und unser Blutschauderer greift wieder an. Er blockt immer noch nicht. Ist okay. Dann spielen wir dann wieder noch einen verschlingenden Schwarm. Das Land behalte ich jetzt einfach mal auf der Hand, weil es würde uns momentan nichts bringen. Wir hätten die Möglichkeit, damit nochmal den Blutschauderer wieder ins Rennen zu holen. Die anderen drei Karten geben uns keinen Vorteil dadurch, dass wir ein viertes schwarzes Mana haben. Von daher
spielen wir ein bisschen damit, mit dem Gedanken bei ihm, was wir denn auf der Hand haben könnten. Und behalten es einfach mal auf der Hand. Er hat endlich ein Land gezogen wahrscheinlich, kann aber nichts damit machen anscheinend. Und wir ziehen ein rotes Mana, das uns allerdings in dieser Runde nichts bringt, weil der Rakdos Gildeneingang kommt getappt ins Spiel und er kann entweder schwarzes oder rotes Mana fabrizieren. Allerdings, weil er getappt kommt, können wir ihn diese Runde noch nicht benutzen. Aber wir greifen einfach mal an mit unserem Blutschaudra. Der kann ja eh nicht blocken, also warum damit nicht auch angreifen? Na? Er blockt nicht. Und wir spielen unseren Rakdos Gildeneingang und geben ab an Abazin. Er hat anscheinend wieder ein Land gezogen. Und was kommt da? Die heilige Justiziarin. Mensch, Kleriker 2-1 für 3 Mana und tappen. Kann er eine Kreatur seiner Wahl tappen? Falls diese Kreatur ein Zombie ist, schicke sie ins Exil, also komplett aus dem Spiel. Haben wir gerade einen Zombie? Ich glaube, das ist ein Zombie hier, unser Blutschauderer. Ist das ein Zombie? Nein, es ist ein Vampir, Gott sei Dank. Weil das ist ein Insekt, okay. Das wäre nicht so geil, weil aus dem Exil kann er dann nicht wieder zurückkommen. Wir haben ein rotes Mana gezogen. Läuft. Spielen wir auch mal. Ah, ich hätte vielleicht warten sollen. Naja. Wir greifen mal an mit beiden. Und schauen mal, was er macht. Er blockt. Und jetzt sieht ihr, wenn ich jetzt das Land erst gespielt hätte, wäre er sofort wieder da gewesen. Naja, jetzt müssen wir halt eine Runde warten, bis er wieder kommt. Wir holen uns den Goblin Brandstifter zum Blocken ins Spiel und natürlich noch zwei kleine Gobbos. Und nächste Runde können wir uns sogar schon die zauberbrechenden Teufel ins Spiel holen. Die sind auch keine Zombies, das sind Teufel. Sehr schön. Okay. Er könnte jetzt halt einen von unseren drei Blocker-Kreaturen tappen, was ihm momentan aber nicht viel bringt. Ich würde den Flieger versuchen zu blocken, weil das ist die Kreatur, die momentan am stärksten ist und außerdem nicht geblockt werden kann momentan. So, oh, da kommt was Großes. Die Anrufung der Engel. Bringe X. 4-4 weiße Engel-Kreaturen-Spielsteine mit Flugfähigkeit ins Spiel. Aha. Und er kann. 3 muss er dafür bezahlen. Er wird einen ins Spiel bringen. Oder er kann es für Miraculum spielen. Miraculum war nochmal was? Das weiß ich gerade nicht. Karten mit Miraculum haben einen modifizierten Rahmen, der sofort erkennen lässt, dass du eine solche Karte gezogen hast. Falls du die erste Karte, die du in diesem Zug ziehst, ein Miraculum hast, kannst du sie sofort für ihre Miraculum-Kosten wirken. Falls du das nicht tust, kannst du sie später für ihre Miraculum-Kosten wirken. Okay. Also könnte er sich jetzt 3 Engel ins Spiel holen. Aber er holt nur einen. Okay. Anscheinend hat er sie dann jetzt nicht gezogen oder so. Ein 4-4 Flieger. Interesting, würde ich sagen. Wir spielen jetzt erstmal ein Land. Und holen uns unseren Blutschauderer wieder. Und dann würde ich sagen, greifen wir mal an. Mit unserem Flieger. Wir können nämlich 1, 2, 3, 4 Kreaturen opfern. Und damit würde unser Verschwarm sogar den Engel überleben beim Blocken und den Engel gleichzeitig töten. Ist allerdings risky. Aber naja,
Wir greifen einfach an und gucken mal, was der Gegner hier so macht. Er blockt. Wir stoppen das Spiel und opfern zuerst mal den Goblin Brandstifter und dürfen einen Schaden schießen, indem wir auf eine Kreatur schießen, und zwar auf den verbliebenen Kleriker hier hinten, auf die heilige Justiziarin. Dadurch töten wir sie. Außerdem opfern wir noch Gobbo 1, wir opfern Gobbo 2 und wir opfern unseren Blutschatten, der wir nächste Runde auf jeden Fall wiederholen können. So, wir sind jetzt 6-5, der Gegner nur 4-4. Gegner, es hat keine Kreaturen mehr. Wir haben einen 2-1er am Ende der Runde wieder. Und wir holen uns jetzt die zauberbrechenden Teufel. Bringe zu Beginn deines Versorgungsmengendes eine zufällig bestimmte Spontanzauber- oder Hexereikarte aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Immer wenn du eine Spontanzauber- oder Hexereikarte wirkst, erhalten die zauberbrechenden Teufel plus 4 plus 0 bis zum Ende des Zuges, werden also stärker. Und wir haben momentan nur eine einzige Karte, das heißt, wir werden auf jeden Fall zwei rote Goblin-Kreaturspielsteine wiederholen können. Und zusätzlich wird der Blutschauderer wiederkommen, weil wir noch ein Land auf der Hand haben. Ja, sieht gut aus, würde ich sagen. Der Gegner hat nur 15 Lebenspunkte. Wenn er jetzt keinen Blocker spielt, wird er nächste Runde auf jeden Fall 10 verlieren. Wenn nicht sogar mehr. So, jetzt holen. Da, sehr schön. Noch einen Spontanzauber wieder geholt. Nämlich hier die Gobbos. Wir spielen erstmal die Gobbos. Dadurch wird unser Teufel stärker. Und auch den Blutschauderer holen wir aus dem Friedhof wieder durch das Land. So, die können jetzt alle nicht angreifen. Macht aber nichts. Nächste Runde können sie es. Ich könnte die jetzt auch opfern hier. Oh, ja, was kommt da? Es kommt Maßregeln. Zerstöre eine angreifende Kreatur deiner Wahl. Das ist wohl das Ende unserer Teufel. Ja. Und er kriegt noch einen Lebenspunkt wieder. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay. Wir haben vier Kreaturen, er hat keine. Er hat 14 Lebenspunkte, wir haben 20. Noch läuft's. Er spielt nichts in der ersten Hauptphase. In der zweiten Hauptphase kommt noch ein Stab des Sonnenmagus. Das heißt, er kriegt jetzt pro Ebene und weißen Zauberspruch direkt jetzt schon zwei Lebenspunkte wieder zurück. Und er holt sich eine Heiligmacherin der Kathedrale und kriegt drei Lebenspunkte. Und dadurch, dass es ein weißer Zauberspruch ist, nochmal durch die Sonnenzepter nochmal zwei. Das heißt, er kriegt jetzt insgesamt fünf Lebenspunkte wieder. Ist jetzt fast wieder bei 20. Also ich bin zwiegespalten, was diesen Stab des Sonnenmagus angeht. Den sieht man häufig in so Starter-Decks oder so ähnliche halt für andere Farben. Ich finde, für 3 Mana nimmt der zu viel Platz in dem Deck weg. Hier hat er gerade aber momentan ganz gute Sachen gemacht. So, wir greifen wieder an. Und zwar mit unserem Blutschauderer und mit unserem Schwarm. Gobbos lassen wir erstmal zurück. Er blockt den Blutschauderer. Dadurch stirbt seine Kreatur, der Blutschauderer auch, aber wir holen ihn direkt mal wieder ins Spiel. Und seine Kreatur ist weg.
Er spielt noch ein Mana, bekommt wieder zwei Lebenspunkte dazu. Die beiden, die er gerade verloren hat durch den Schwarm. Und kann er was spielen? Ja, er spielt noch etwas. So, er spielt Engel der Befreiung. Wenn der Engel der Befreiung ins Spiel kommt, bringe eine bleibende Karte, die du kontrollierst, auf die Hand ihres Besitzers zurück. Wenn er klug ist, nimmt er ein Land. Er kriegt dadurch natürlich wieder zwei Lebenspunkte, weil es ein weißer Zauber ist. Und er nimmt kein Land. Oh Mann. Ja, also ich hätte jetzt ein Land genommen. Er spielt jetzt nochmal den Stab des Sonnenmagus aus. Das bringt ihm nichts. Nächste Runde hätte er mit dem Land, das er auf die Hand zurückgenommen hätte, wieder zwei Lebenspunkte auf jeden Fall generiert. Länder hat er genug. Naja. Nicht der klügste der Computer, auch auf dieser Schwierigkeitsstufe. Wir ziehen den Bergsturz-Elementar. Der hat Erstschlag und wenn Kreaturen sterben, wird er stärker. Ideal für uns. Wir spielen den direkt mal aus. So, und der Engel stört uns natürlich, weil der fliegt und 3-3 ist. Das heißt, unseren Flieger auch wegblocken kann. Das heißt, wir werden den jetzt mal zerstören, indem wir ihm plus 4, minus 4 geben. Die minus 4 am Ende sorgt dafür, dass er seine Verteidigungswert auf 0 oder niedriger bekommt und dadurch stirbt. Weg mit dem. Und unser Elementar wird dadurch direkt schon mal stärker. Und dann kein Blocker in Sicht. Das heißt, Full Attack für uns. So. Weiter. Wenn er jetzt das Land auf die Hand genommen hätte, hätte er jetzt automatisch schon mal zwei Lebenspunkte bekommen. Hat er jetzt nicht. Er hat jetzt irgendwas auf der Hand noch. Wahrscheinlich wieder ein Zerstörer oder irgendwas. Risky, risky. Aber naja, wir haben ja nichts zu verlieren. Wir sind im Vorteil. Wir attackieren einfach mal mit allem. Anscheinend doch kein Zerstörer auf der Hand. Und spielen eine Blutflussexpertin dazu. So, wenn er jetzt nichts macht, ist er nächste Runde weg. Er spielt Erbarmen des Engels und kriegt 7 Lebenspunkte dazu. Und durch die beiden Karten natürlich nochmal 2. Hält sich im Spiel. Lange wird er das aber nicht mit durchhalten können. So, er spielt dann noch einen Erzengel. 5-5 fliegend und Wachsamkeit. Okay, der ist jetzt ein Problem. Wachsamkeit, das heißt, er wird beim Angreifen nicht getappt. Kann angreifen und blocken. Er ist wieder auf 18 Lebenspunkte hoch. So, kriegen wir den weg. Unser Flieger hat 2-1 und braucht 5 Kreaturen, um den zu töten und gleichzeitig zu vernichten. 1, 2, 3, 4 und mit dem Goblin 5. Perfekt. Das heißt, wir können ihn angreifen und töten gleichzeitig. Machen wir das jetzt oder wird er uns einfach einen von den Schwächeren blocken? Wir greifen ihn einfach mal an und gucken mal, was er macht. Und zwar mit den nicht, weil, naja, ist risky. Er macht das. Er ist so dumm und fällt in unsere Falle rein. Das heißt, wir opfern. Dadurch wird unser Elementar natürlich noch weniger wesentlich stärker. Zweite Kreatur geopfert. Dritte Kreatur geopfert. Vierte Kreatur geopfert und schießen noch einen Schaden auf den Spieler, würde ich sagen. Und auch die Blutflussexpertin opfern wir. So, unser Bergsturzelementar wird jetzt mega stark.
Der hat jetzt schon 7-7. Unser Schatten überlebt das Ganze. Unser Elementar wird nochmal stärker und der Engel ist fort. So, und wir geben ab. Dann ist hier eine 8-8-Kreatur mit Erzschlag. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er nicht nochmal so einen Zerstörer hat. Das wäre natürlich jetzt bitter, eine 8-8er zu verlieren. Greifen wir an. Haben wir sonst nichts zu tun. Ja, und da kommt das Maßregeln: Zerstöre eine angreifende Kreatur. Er wird die 8-8er zerstören. Aber wir opfern sie lieber, die 8-8er, damit unser Flieger nochmal einen Schaden mehr macht. Bevor wir weniger Schaden durchlassen hier. Und er kriegt dadurch natürlich auch nochmal 2 Lebenspunkte wieder. Ja. Es läuft immer noch ganz gut für uns. Allerdings ist unser Tötungspotenzial etwas eingebremst worden. Da kommen wieder 2 Lebenspunkte zurück. Er hat keine Handkarten mehr. Ah, und wir ziehen noch ein Werkstattelementar. Und wir greifen wieder an für 3 Lebenspunkte. Zwei davon kann er sich zurückholen, wenn er Land oder weißen Zauberspruch spielt nächste Runde. Das macht die ganze Sache jetzt ein bisschen bitter, halt, weil wir relativ wenig Schaden machen. Er spielt nichts. Kommt da jetzt was in der zweiten Hauptphase? Ja, da kommt was. Dem Tod trotzen. Bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof ins Spiel zurück. Falls sie ein Engel ist, lege 2 plus 1 Marken auf sie. Da wird er jetzt wahrscheinlich den 5-5-Engel holen und aus dem einen 7-7-Engel machen. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Und er kriegt natürlich wieder 2 Lebenspunkte wieder zurück. Da ist der 7-7-Engel. Das ist jetzt ein fieses Problem. Angreifen und blocken kann er, weil er Wachsamkeit hat. Alles von mir kann er tot blocken. Wir holen erstmal die Blutflussexpertin, die wir gezogen haben. Das einzig Gute an der Situation jetzt gerade ist, dass all unsere Übernehmerkarten, also die Karten, mit denen wir gegnerische Kreaturen übernehmen können, noch im Deck sind. Ja, wir können im Moment nichts machen, alles würde tot blocken, was kommt. Und die 7-7 Fliegende, die macht uns jetzt zu schaffen. Einmal können wir sie blocken. Er holt sich wieder 2 Lebenspunkte dazu. Ja, und er greift an. Ich lasse ihn durch. Ich lasse das durch. 7 Schaden müssen wir nehmen. Sind auf einmal im Hintertreffen. Die zauberbrechenden Teufel haben wir gezogen. Ja, die können wir spielen, bringen uns momentan nicht so viel. So. Einmal können wir den 7-7er noch durchlassen. Und hoffen mit mir mal zusammen, dass wir nächste Runde eine der Karten nehmen, mit dem wir eine der Karten ziehen, mit der wir gegnerische Kreaturen übernehmen können. Ja, ich lasse ihn noch mal durch. Ich wüsste auch gern, was er inzwischen auf der Hand hat. Ah, es ist noch ein Land. Okay, er holt sich noch mal 2 Lebenspunkte wieder dazu. Wir kriegen jetzt. Okay, wir kriegen den Blutrausch. Dadurch schwächen wir seinen um 4. Das heißt, er hat nur noch 3. Und damit könnten wir ihn nächstes Mal tot blocken. Aber wir haben auch das Omen des Verrats gezogen.
Das heißt, es ist noch weniger Problem für uns. Wir übernehmen einfach den Engel und machen sogar unsere Teufel stärker. Ruhm des Verrats tun wir unter die Bibliothek legen. Die brauchen wir gerade nicht, weil den Bohrrausch, weil wir haben ja einen Bohrrausch auf der Hand. So, und jetzt geht's los. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 20 Schaden hauen wir ihm jetzt rein. Und ich würde sagen, wir verstärken auch noch den Engel mit plus 4 und gewinnen das Spiel jetzt direkt. Wir greifen an mit allen. Er hat keine Handkarten. Wir verstärken den Engel und gewinnen das Spiel. Puh! Knappe Kiste. Da hat er uns mit dem 7-7 am Ende nochmal richtig einen eingeschenkt. Und wir waren auf 6 Lebenspunkte runter, aber wir haben es geschafft. Innistrad absolviert. Ta-da-dam. Und es geht weiter. Nachdem sie dich auf die Probe gestellt und für würdig befunden hat, gibt dir Abazin einen neuen Hinweis zu Garruks Aufenthaltsort. Eine Münze, die er fallen ließ. Huhu, wie sollen wir denn daraus jetzt seinen Aufenthaltsort erkennen? Aber okay. Du erkennst die Münze als Währung von Melitis wieder, einem Stadtstaat auf einer Welt namens Teros. Eines der Orakel der Stadt kann dir vielleicht mehr erzählen. Ein bisschen strange die Story, weil wenn der eine Münze da daher hat und jetzt in einem anderen Land gemordet hat, warum ist er dann wieder da zurück? Irgendwie komisch. Naja, wir werden gucken, ob wir dann in Theros anscheinend den Garruk finden können. Aber das passiert erst beim nächsten Mal. Bis dahin macht's gut und tschüss.